So, servus, bei uns ist jetzt der Paul. Paul, grüß dich. Aber Dere. Wir suchen jetzt für dich eine echte Traumfrau, oder? Ja, war schon nicht schlecht. An erster Stelle darf ich dich bitten, dass du dich deiner zukünftigen mal ein bisschen beschreibst. Ja, grüß dich, ich bin der Paul, ich komme aus Herrngiersdorf, das ist in Niederbayern, Landkreis Gelheim. Ich bin jetzt ein gelernter Forstwirt und derzeitig auf Frauensuche. Du bist auf Frauensuche, wie soll denn deine Frau sein, die du gern kennenlernen darfst? Ja, meine Frau, die sollte natürlich hübsch sein, die sollte einen bayerischen Dialekt verstehen, am besten noch reden können. Und ja, also wenn sie mal daheim zum Arbeiten gibt, sollte jetzt auch nicht daheim sitzen bleiben, die sollte auch mal hinlangen können, so ist es jetzt nicht. Wenn ich die zupacken kann, sagt der Paul, müsstet ihr auch deine Leidenschaft für den Forst, für den Wald auch teilen? Ja, das wäre natürlich schon optimal, wenn sie das machen darf. Was soll jetzt nur für Hobbys haben? Ja, ein wenig sportlich soll es auch sein, dass man halt mit ihrer als Unternehmer kann, mal sauber wandern gehen. Einfach mal eine Gaudi haben oder auch mal aufs Volksfest gehen, dass er halt einfach nicht lange daheim sitzt, dass es unternehmungslustig ist, dass man mit ihrer Gaudi haben kann. Eine griebige und zünftige also. Ja, auf jeden Fall. Paul, was geht denn gar nicht an einer Frau? Was darf jetzt auf keinen Fall machen, haben oder sagen? Ja, es darf auf jeden Fall keine Tussi nicht sein, schon gleich dreimal kein Preis nicht. Und ja, wie gesagt, also, wenn sie mal Drecker werden oder braucht, soll es auch nicht gleich einmal noch fangen. Das klingt doch alles sehr gut. War gar nicht schlimm, oder? Nein, war wunderbar. Bei uns war jetzt der Paul. Liebe Mädels, ein ganz sympathischer Niederbayer, ein gelernter Forstwirt. Wer mit Paul Pferdl stellen möchte, der muss ihm unbedingt schreiben.